Ich befinde mich in Tokio in Japan, Leute, und ich esse einen Monat nur Sachen von McDonald's. Wir haben heute den 15. Tag und ich begrüße euch zu dem dritten Teil meines diesjährigen McMarathons. Wir haben jetzt 22 Uhr, es ist Dienstag, der 1. November. Ich bin aber nicht heute, sondern schon gestern angekommen. Die Leute, die den letzten Teil gesehen haben, wissen Bescheid. Deswegen würde ich sagen, wir springen einen Tag zurück, Leute, und schauen einmal kurz zu meiner ersten Bestellung in Japan. Hier haben wir den Shrimp-Filet, Leute, einen Tag früher. Und das wird jetzt der erste Biss in einen japanischen Burger für mich in meinem ganzen Leben. Shrimp-Filet mit Scampi drin, oder was? Der Belag ist sehr spartanisch, würde ich mal sagen. Nur ein bisschen Salat, Soße und so ein frittiertes Ding. Mhm. Man kann so Scampis erahnen, sage ich mal. Das Brot ist richtig schön weich. Sagen wir so, den Rest habe ich mir ein bisschen geschmackvoller und leckerer vorgestellt. Hier gibt es noch einen Kebab-like Chicken. Ich weiß nicht, warum Kebab-like, ob der wirklich was so von Döner haben soll. Die mögen es irgendwie mit viel Soße, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Woche wird interessant, Leute. Wir holen uns noch irgendwas zu Abend essen, aber ich würde sagen, wir sehen uns lieber wieder morgen. Dienstag, der 1. November, 12.22 Uhr. Ich habe das Frühstück heute verpennt, aber wir haben noch ein paar Tage in Tokio, wo wir das Ganze probieren können. Ich habe mich auf zu einem McDonald's gemacht und werde mir jetzt mal ein Frühstück hier holen. Die Beschilderung ist klar und unmissverständlich für uns Europäer gemacht. Wir folgen der Beschilderung weiter. Wir fahren einen Stockwerk runter und dann ist das hinter mir ein vergleichsweise großer McDonald's für Tokio, Leute. Ich sag mal, das sind ungefähr 10 Meter. Hier nebenan könnte ich mir einen gesunden Salat holen. Fuel yourself with green. Oder fuel yourself 2 Wochen nur mit McDonald's. Das ist mein Leben. Bestellung wurde gemacht, hat mich 7 Euro gekostet. Und könnt ihr schon erkennen, was ich bestellt habe? Und das ist meine Bestellung. Wir haben einmal natürlich den Big Mac. Den müssen wir natürlich hier probieren. Gibt es hier Edamame mit Mais bei McDonald's. Hier drin befindet sich ein Joghurt. Ich habe keine Ahnung, was die Einzelpreise sind, weil ich kann die Rechnung auch nicht lesen. Warme, kleine, süße Pancakes. Nehme ich mal einen heraus. Schmeckt voll gut. Wow. Ich glaube, die gemeinsam mit dem Joghurt, das könnte eine geile Kombi werden. Ich weiß nicht, was das für ein Getränk ist. Ich blende es euch mal ein, wie das heißt. Versucht es gerne auszusprechen. Ich werde mich die ganze Zeit gar nicht dran probieren, weil ich werde mich nur blamieren. Ultra Orange. Ich glaube, es ist Karottensaft. Im letzten Teil habe ich leider aufgrund des Experiments unter anderem den 60. Geburtstag meiner Mutter verpasst. Die begleitet mich jetzt hier auf den Trip. Also einmal möchte ich einmal alles Gute für meine Mutter in den Kommentaren lesen. Nachträglich. Probier du mal und dann sag du mir, was das ist. Karotte mit irgendwas Süßem. Schon, the Rocks. 1:1, wie man sich vorstellt. Für mich persönlich sehr interessant, weil es ein bisschen gesünder ist, hat ein bisschen Ballaststoffe, so ein bisschen Eiweiß. Im Internet steht ein anderer Preis, als mir, glaube ich, hier berechnet wurde. Ich glaube, ich habe 600 Yen hierfür gezahlt, was ungefähr 4 Euro sind. Also 1 Euro günstiger als bei uns in Deutschland. Optisch ist das hier der schönste Big Mac bisher. Der schaut wunderschön aus. Wunderschön. Dieser Big Mac schmeckt mindestens genauso gut wie der Big Mac in den USA. Er schaut aber noch besser aus. Also bisher Japan im Big Mac Ranking, zumindest diese Filiale hier, auf Platz 1. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Japan. Herzlich willkommen bei meinem 15. Tag des Selbstexperiments. Guten Appetit. Hier neben mir saß gerade eben noch ein Herr und schaut euch mal, wie die hier die Plätze hinterlassen. Oder auch hier die ganzen anderen Plätze. Es ist einfach alles picobello. Die hinterlassen so ordentlich alles. Die Japaner sind so krass in so vielen Bereichen. Ihr werdet es noch sehen in dem Video. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Getränk hier war so ein ACE-Saft, Multivitaminsaft, sowas in der Art. Deswegen hat es auch so süß geschmeckt. Und deswegen hat es auch so eine orangene Färbung. Genauso wie in den USA und in Deutschland muss ich hier natürlich meinen Sport auch durchziehen. Das heißt, ich versuche jetzt so 3-mal oder so ins Fitnessstudio zu gehen. Letzte Woche habe ich fast gar keinen Sport gemacht, bis auf 2-mal. Ich habe mich hier gerade in einem Fitnessstudio angemeldet und ich blende euch mal eine Verbotsliste ein, was hier alles angeführt ist. Mit so einem Tattoo wie diesem No Excuses Tattoo darf ich hier nicht trainieren. Tattoos sind streng verboten. Ich muss mir ein Pflaster kaufen, das abkleben oder ich muss mit einem Pulli trainieren. Genauso wie auf allen Cardiogeräten, Fitnessgeräten oder was auch immer muss konsequent eine Maske getragen werden. Da werde ich mich jetzt auch umziehen und natürlich meinen Sport durchziehen, Leute, damit ich eines Tages mal genauso krass und hart werde wie meine Handyhülle. Denn die ist von Rhino Shield und auch mit No Excuses gebrandet. Und mein Handy hat keinen einzigen Kratzer bekommen. Denn Rhino Shield sponsert auch dieses Video. Die sponsern das ganze Projekt. Dicker Kuss geht dafür raus, Leute. Mit dem Code hier könnt ihr bei Rhino Shield immer sparen. Die machen einfach mit Abstand die besten Handyhüllen. Und wie gesagt, ihr könntet die zum Beispiel auch selber designen. Ich nehme am liebsten immer so ein Clear Case. Dann sieht man von dem Handy noch was durch. Schreibt mir No Excuses drauf. Dann vergesse ich auch nicht, dass ich durchziehen muss. Es gibt auch lauter verschiedene Logos von Animes, was ja hier zu Tokio auch sehr passt. Wir müssen, glaube ich, da weiter. Immer hier weiter, ja. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, weil es gibt nichts Besseres, als wenn du einfach mal dein Handy fallen lässt und du weißt, es passiert nichts. Wir nehmen es ja in die Hand. Also dicker Kuss geht raus an Rhino Shield fürs Unterstützen des Projekts und mitfinanzieren einen Teil der Kosten, weil diese Reise ist nicht gerade günstig.
Chickenfilet-O für extra Gänse am Training mit zweimal Hähnchenfilet für extra viel Eiweiß. Das ist alles, aber kein Hähnchenfilet. Das ist irgendein Presshähnchen. Ich schalte den Kopf aus und zähle mir lieber die Gains. Training mit Maske ist wirklich so ein Ding, worauf ich verzichten kann. Wir befinden uns am Shibuya-Platz, Leute. Das ist so der Platz, wo am meisten Menschen rübergehen. Schaut euch das einfach mal an, was für eine Völkerwanderung das ist. Und ich glaube, man sieht es auch schon im Hintergrund, das ist Japan pur und Tokio pur, genauso wie man sich's vorstellt. Was ich mir auf jeden Fall nicht so vorstelle, wie das Abendessen jetzt läuft. Denn meine bezaubernde Mama muss ja auch irgendwas zum Abendessen. Du hast nicht so Lust auf McDonald's, ne? Es gibt auch andere schöne Sachen, die man in Tokio essen kann. Es ist ja schon Schande genug, dass ich hier nur eine Woche herfliege, Leute, nur um McDonald's zu essen. In Tokio! Und meine Mutter und ich, wir gehen jetzt in ein Restaurant, du darfst etwas Schönes aussuchen und ich darf jetzt zuschauen, wie sie was isst. Mal schauen, ob ich das die nächsten Tage durchhalte oder ob ich das Experiment hier einfach abbrechen muss. Du darfst dran riechen. Super, danke, dass meine Mutter das sagt. Super, toll. Meine Mutter hat ihr Essen bekommen. Ich sitze daneben und darf jetzt zuschauen. Hier so eine wunderschöne Brühe. Für mich gibt es hier ein japanisches Bier, Leute. Das ist das Einzige, was ich hier trinken darf, womit ich mir ein bisschen die Laune vertreibe. Aber wir sehen uns bei McDonald's. Um 22 Uhr machen hier die McDonald's zu, Leute. Und ich habe mir gerade so ein krasses Zeug bestellt. Ich bin so gespannt, euch das jetzt zu zeigen. Und jetzt sind wir hier, wo wir das Intro gedreht haben. Wir haben 22:02 Uhr, immer noch der 1. November, Leute. Und hier ist mein Abendessen. Aber ich will euch zuerst was anderes zeigen. Man kriegt hier die Sachen auch in so einer Plastiktüte. Und ich habe mir hier einmal so ein Side-Salad bestellt. Den werde ich nachher auf dem Hotelzimmer verdrücken als Gute-Nacht-Snack. Man kennt's. Aber da drin befindet sich einfach ein Süßkartoffel-Shake. Also wir haben gerade noch dreimal nachgefragt, ob das wirklich Süßkartoffel ist. Ja, es ist Süßkartoffel. Zucchini McShake heißt das Ganze. Es schaut so aus, einfach nur leicht gelb. Einfach mal einen Schluck nehmen, ne? Ja, es ist Süßkartoffel. Man schmeckt es nur, wenn man es weiß, dass es Süßkartoffel ist. Es schmeckt eher wie süße Vanille, würde ich mal sagen. Köstlich, schmöchtlich. Ich liebe Süßkram, Leute. Ich liebe echt Süßkram. Es war übrigens alles andere als leicht, meiner Mutter dabei zuzusehen, wie sie ist. Ich habe mir einfach ein bisschen Bierchen reingegönnt werden. Morgen werde ich auch noch ein bisschen Bier trinken. Das Bier ist nicht von McDonald's, aber ich glaube, dafür habt ihr Verständnis. Ich esse ja die Sachen bei McDonald's. Irgendwie muss ich mir die Zeit im Restaurant aber auch tot kriegen. Als zweiten Süßkram haben wir hier so einen Schokokuchen. Der wurde in der Werbung immer angepriesen. Schaut so aus. Wow, ist das geil. Wow, das ist Schokoblätterteig mit flüssiger Schokolade gefüllt. Ich versuche euch das mal hier ein bisschen zu zeigen. Und das mit so einem Milkshake kombiniert. Ich bin im japanischen Himmel. Das schmeckt richtig fucking geil. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Wait a minute. Schön weich, also von der Konsistenz. Der hat noch Tag 2. Pass mal auf, wenn du in Woche 3 bist, dann schmeckt dir gar nichts mehr. A few moments later. Ich esse seit 15 Tagen nur McDonald's. Und ich habe mit solchen Sachen immer noch Lust, das zu probieren ein bisschen. Ich würde natürlich tausendmal lieber andere Sachen essen, aber diese Abwechslung von Land zu Land macht es für mich deutlich leichter, angenehmer und für euch interessanter. Aber meine Kopfschmerzen sind immer noch da. Hier haben wir jetzt noch so Chicken Bites drin. Ich glaube, das sind die gleichen wie in Österreich. Letztes Video. Boah. Mit so einer knusprigen Knoblauch-Spicy-Marinade. Das werde ich mir die Woche noch ein paar Mal gönnen, glaube ich. Und zu guter Letzt einen Cheeseburger mit einem Ei drauf. Also das ist im Endeffekt der deutsche Cheeseburger. Einfach mit diesem Ei von dem Frühstück drauf. Auch eine geile Kombi. Wir sehen uns morgen am dritten Tag hier aus Tokio. Kleiner Spoiler, ich werde nicht alleine sein, sondern noch Besuch von einem weiteren deutschen YouTuber bekommen. Wie kann man nur so dumm sein und nach Japan fliegen und dort nur McDonald's essen? Fragen sich bestimmt einige von euch. Und hier kann ich ganz bequem sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern das ist auf eurem Mist gewachsen. Ich sage euch ja immer, ihr sollt mir auf Instagram folgen. Und das sollt ihr auch, weil ihr dort so Sachen mitbestimmen könnt, wo ich zum Beispiel bei so einem Experiment hinreise. Ich wollte, dass jede Woche von diesem Experiment woanders stattfindet. Und eine Woche davon sollte in einem Land stattfinden, wo die Kultur komplett anders zu unserer ist. Und dann habe ich mir 4 Länder rausgepickt. Indien, Thailand, Japan und Singapur und euch abstimmen lassen, zu welchem von den 4 Ländern ich eine Woche reisen soll. Und ihr habt für Japan gestimmt. Das Ganze war im August und daraufhin habe ich dann auch die Reise gebucht. Das nächste Mal, wenn ich nach Japan fliege, werde ich aber garantiert kein McDonald's essen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu Tag 16. Wir beginnen den Tag mal wieder bei der goldenen Müll. Heute werde ich mir aber das Frühstück einverleiben. Als Start in den Tag gibt es für mich einmal das Big Breakfast. Besteht aus diesem Brot, das wir uns in Deutschland auch haben. Einmal dieser schönen Sausage hier und einem Rührei, was wirklich auch nach Rührei aussieht, sage ich mal. Es sieht überraschend glasig aus, sage ich mal. Und ein bisschen nur kurz auf den Pfannenwender raufgehauen. Aber hey, wird man schon essen können. Worauf ich mich sehr freue, ist dieser Oolong-Tier hier.
Das ist einfach nur Tee, ohne Zucker, ohne Milch, ohne irgendwas. Sowas gibt es bei McDonald's. Es hat auch Koffein, es ist ein bisschen wie ein Kaffee. Hier gibt es nochmal einen Joghurt und natürlich ein schönes Hashbrown. Dazu Strawberry-Marmelade. Wir starten den Tag 16, mehr als die Hälfte des Experiments habe ich rum. Von Tag zu Tag wird es immer schwerer, hier durchzuziehen, weil ich so gerne auch mal Sushi essen wollen würde oder irgendwas anderes. Aber ich halte mich an den Plan. Ich habe mein Frühstück. Und ihr lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da, Leute. Wir hatten bei einer Woche 25.000 Daumen geplant und es sind 75.000 Daumen geworden. Hier drauf 50.000 Daumen. Kriegen wir das hin? Bei 50.000 Daumen esse ich 2 Jahre Burger King, okay? So, wir sind jetzt noch in einem Starbucks Reserve zum Beispiel. Das ist ein ganz besonderer Starbucks. Auf Franklin TV gibt es einen Vlog, wo wir euch den ganzen ein bisschen zeigen. Die haben super kranke Sachen hier. Hier so ein Focaccia mit Lachs und allem. Und meine Mutter gönnt sich wieder schön, während ich hier mich mit einem Kaffee begnüge. Und ich darf jetzt hier wieder gegenüber sitzen und das Ganze genießen. Aus Zuschauerperspektive. Aus Zuschauerperspektive. Ich war mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo nicht mal mehr der Kaffee mich retten konnte. Gerade habe ich einen getrunken und schon stand der nächste an, weil die Müdigkeit einfach zu heftig war. Und auch meine Mutter hat mich mittlerweile auf meine schlechte Haut angesprochen. Ja, das ist die Wahrheit. Ich bin einfach fix und fertig. Immer weniger Kraft fürs Training, für alles. Meine Laune wird einfach immer nur peu à peu schlechter. Meine Haut wird schlechter. Ich krieg Pickel im Gesicht, auf der Stirn, überall. Dieser McDonald's-Fraß macht euch einfach krank und kaputt. Vorhin habe ich mich gefreut, dass wir die Hälfte haben. Jetzt realisiere ich gerade, wenn das die Hälfte ist, was wird nach der zweiten Hälfte passieren? Ganz da hinten ist so ein Park. Da gehen wir jetzt hin und schauen uns mal so ein bisschen sowas Altmodischeres, Traditionelleres an. Wir sind angekommen an einem über 700 Jahre alten Tempel und können wir mal drüber reden, wie krank der ausschaut, wie geil das ausschaut. Ich finde, das schaut aus wie aus so einem Film oder sonst irgendwas. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlen würde, wäre eigentlich so ein McDonald's hier, McDonald's da. Noch ein fettes Mittagessen. Ich habe ein bisschen Kohldampf. Vielleicht wird es ja Zeit für einen kleinen Kuchen oder irgendwas. Ich brauche einen kleinen Snack. Hier an dem Tempel gibt es eine Sache, die habe ich in der Größe noch nie gesehen. Du denkst, du hast schon mal richtig fette Glocken gesehen. Nicht diese Glocken, an die ihr wieder denkt, ihr kleinen Schlawiner. Diese Glocken. Da kannst du richtig einen abtrillern. Satz mit X war wohl nichts, Leute. Ich blende euch mal kurz die Kuchen ein, die es hier gibt. Es gibt unter anderem einen Oreo-Cake, es gibt einen Marshmallow-Cake, es gibt einen Matcha-Frappe. Aber man kann das hier nicht bestellen, weil die Läden alle so klein sind. Hier sind irgendwie nur so Mini-McDonald's in Tokio. Die haben einen so einen kleinen Tresen und dann halt hier noch so eine kleine Fläche. Und die haben leider den Kuchen nicht. Den werden wir aber noch suchen, finden und probieren und eliminieren. Ich vertreibe mir so lange die Zeit hier mit 2 von diesen Schokokuchen und einer Apfeltasche. Schau euch jetzt an, wie die Schokolade da rausläuft, Alter. Das ist so krass, das schmeckt so geil. Kleines Mittagessen. Ich hätte mir ein paar Stück Kuchen verdrückt, aber haben jetzt Abendessen umso größer. Ich habe das McDonald's-T-Shirt an, Leute. Für mich gibt es auch gleich McDonald's. Wir sitzen aber wieder beim Abendessen und ich habe hier Besuch vom Mr. Nippon. Hallo, freut mich hier. Vielleicht kennt der eine oder andere den Kollegen von YouTube. Der wohnt in Tokio und macht Videos über Tokio und Japan. Möchtest du sagen, was da drin ist? Leckeres? Ich habe das aus Versehen bestellt, muss ich an der Stelle sagen. Ja, das heißt Yuke, also es ist jetzt tatsächlich rohes Pferdefleisch. Du aber ich Pferde, muss sagen, es schmeckt schon gut. An alle Emilys draußen, die rosa Nipponis bei sich daheim haben. Ihr müsst, also der Kerl, der isst eure... Bitte. Ob du jetzt eine Kuh isst oder ein Pferd, it is what it is. Komm. Ich probiere das. Ihr könnt auch meine Mutter wegcanceln. Ja, sicherlich. Also ich esse auch Kuh und ich habe auch schon auf dem Viktualienmarkt eine Pferdewurst gegessen. Ich koste das. Oh, rohes Pferdewurst. Das ist einwandfrei. Das ist wie Tata. Für alle Leute draußen, beschäftigt euch mal mit dem Begriff Spezifizismus. Da wisst ihr Bescheid. Warum isst man ein Pferd nicht und eine Kuh schon? Und dann konnte ich noch mehr Doppelmoral riechen. Ich konnte sie riechen. Und deswegen wieder schauen und reingehauen, mein Süßen. Der Rest ist Hühnchen. Ich sitze daneben, ich trinke ein Bier. Wir sehen uns. Bei dem Kollegen hier. Ihr habt mittlerweile gemerkt, dass Japan ein bisschen anders ist als Deutschland. Wir interessieren uns hier aber unter anderem für die Ernährung und die Gesundheit. Und da sticht Japan im Vergleich zum Rest der Welt in vielen Sachen richtig krass raus. Damit ihr das mal einordnen könnt, hier mal ein paar Fakten. In Japan leben über 71.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. In Deutschland hingegen sind es 23.500. Japan hat zwar ein bisschen mehr Einwohner als wir, aber auf die Gesamtbevölkerung gerechnet ist das immer noch circa doppelt so viel wie bei uns in Deutschland. Und bereits schon nach wenigen Stunden im Land der Mangas und Anime ist mir aufgefallen, dass es dort kaum übergewichtige Menschen gibt. Und wenn man sich eine Gesundheitsstatistik von der OECD von 2016 anschaut, sieht man das auch richtig krass im Vergleich. Denn in den USA, wo ich ja Teil 1 gedreht habe, sind zum Beispiel 40% der Erwachsenen fettleibig. Als fettleibig galten in dieser Statistik alle Menschen mit einem Body Mass Index von über 30. Und in Deutschland haben wir zum Glück nicht 40% Fettleibige, sondern 23,6%. Und die Japaner toppen das
komplett mit der Nummer 1 mit nur 4% Fettleibigkeit. Diese Gesundheitsdaten mit der Langlebigkeit stehen aber auf Messerschneide, weil auch der Fastfood-Trend immer mehr nach Japan eindringt und so diese traditionelle japanische Küche und Kultur immer mehr verdrängt. Nichtsdestotrotz hat Japan immer noch die höchste Lebenserwartung weltweit. So, meine McDonald's-Bestellung ist da, Leute. Hier haben wir irgend so ein Traubengetränk drin. Ich weiß nicht ganz genau, was das eigentlich ist. Ja, wie weiße Traube eigentlich. Mit leicht künstlichem Geschmack, aber schmeckt geil. Dann gibt's nochmal das gleiche Hähnchen und den Burger, den hast du schon erkannt, den Samurai-Mac. Was hat's damit auf sich? Genau, das ist halt ein Burger, den soll es nur im japanischen McDonald's geben. Und ich kenne einen japanischen YouTuber, der meint, das ist sein Lieblingsburger, auch außerhalb von McDonald's. Echt? Also, Ich weiß nicht genau, ich habe ihn auch noch nicht das probiert. Das ist interessant, aber ich finde, wenn irgendwo Samurai draufsteht, das ist so cool. Auf jeden. Schaut nicht schlecht aus, würde ich jetzt sagen. Also, ich habe schon schlechtere Burger bei Mackie gesehen. Wir haben zweimal Käse und Fleisch und Zwiebeln und Soße drauf. Ich finde es halt so süß, so, ne? Guck mal, das Getränk. Oh, das ist so süß, so klein. Dieses Korn hier ist auch nicht allzu groß. Und dieser kleine Side-Salad ist meine ganzen Vitamine für heute. Ehrliches Feedback. Nee, Mann. Die machen hier die Soßen mit so viel Geschmack. Es schmeckt nur nach Soße und es erschlägt. Also die Soße, da ist so Sojasauce oder sowas drauf. Und die ist für meinen verweichlichten europäischen Gaumen viel zu stark. Es schmeckt, als würdest du pur Sojasauce trinken mit Fleisch. Der gute alte Big Mac, der enttäuscht mich nicht. Ich muss auf jeden Fall sagen, Leute, also der Julian zieht hier richtig durch. Wir waren ja auch gerade im japanischen Kneipe und so. Er hat nichts gegessen, er zieht das Ding durch. Also Respekt auf jeden Fall, auch in Japan, ne? Wo es viele Verführungen gibt. Ja. Respekt an der Stelle. Also lass mal einen Daumen nach oben da. Muss auch mal sein. Kuss geht raus, Digga. Ja, also, dass Julian hier in Japan kein japanisches Essen isst, das ist so, als ob du gehst nach Paris und du schaust den Eiffelturm nicht an. Oder du gehst nach Berlin und isst keinen Döner, so, ne? Oder genau. Du gehst nach Thailand und besuchst keine Yappies. Sagen wir es mal so. Liebe Grüße, gehen an Monte raus. Das hat nicht gereicht. Den Burger hat der liebe Tobi verdrückt. Mich gibt's noch einen Nachtisch. Eigentlich hätte ich ihn davor essen müssen, aber ich wollte doch zuerst was Richtiges essen. Einfach Eis bei McDonald's. Bei dem Eis ist natürlich nicht geblieben. Ich habe mir noch ein paar weitere Burger und Snacks reingehauen, wonach Tobi uns dann in so ein Viertel geführt hat, wo lauter Neonlichter sind. Und dann hat er uns von den sogenannten Love-Hotels erzählt. Hier sagt er euch mal selber, was das ist. Love-Hotels sind einfach so Hotels, wo du auch für 2 Stunden da sein kannst oder halt für eine Nacht. Und da gehen halt viele Pärchen hin in Japan, weil die zu Hause halt dünne Wände haben, noch bei ihren Eltern wohnen. Dann gehen sie halt in ein Love-Hotel, da sind die Regeln klar, was passiert und so. Stell ich mir persönlich richtig strange vor, so dieses so, wir gehen jetzt in das Hotel und da passiert es jetzt auch. Das ist ja nicht so, dass es sich so ergibt. Man macht in Deutschland so Netflix an und dann ist halt im Endeffekt das Gleiche. Aber mir wäre es ein bisschen unangenehm. Naja. Der nächste Tag wurde wieder sportlich gestartet. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe einfach mittlerweile kein Muskelgefühl mehr gehabt. Mein ganzer Körper war komplett schlaff und meine Motivation war selten so im Keller. Das liegt natürlich auch daran, dass man sich nicht mal auf das Post-Workout-Meal freuen kann, wenn das dann nach über 2 Wochen McDonald's aus so einem Egg-Cheeseburger und kleinen Pancakes besteht. Keine Ausreden ist das Motto, also einfach rein damit. Danach haben wir noch ein paar Bilder für mein OF gemacht und so einem schönen Park. Und dort wäre ich dann fast schwach geworden, als ich diese wunderschöne Blumenwiese gesehen habe und einfach kurz reinbeißen wollte. Aber ich habe mich dann doch noch erinnert. Na, wir machen das Ganze nicht. Wir ziehen da durch, lieber einen Kaffee. Und herzlich willkommen zum nächsten Pickel-Update. Ihr seht selber, die Haut auf der Stirn und an der Schläfe wird immer schlimmer. Ich habe mich auch wirklich nur noch wie Dreck gefühlt. Denn an diesem Tag ging es natürlich wieder zu einem McDonald's. Wir haben uns aber einen besonderen rausgesucht und zwar einen der größten in Tokio, der auch ein Mac-Café hat. Denn ich wollte unbedingt diese Kuchen probieren, von denen ich am Vortag gesprochen hatte und den sogenannten Green Smoothie, weil der könnte ja eine Möglichkeit sein, etwas Gesundes reinzubekommen. Aber als meine Mutter und ich den probiert haben, merkten wir, der ist einfach nur voll mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen. Da habe ich mir dann einfach den Egg Cheeseburger ohne Fleisch bestellt. Und noch besser war einfach dieser grandios aussehende Oreo-Kuchen. Alter, schaut ihn euch mal an. Der hat wirklich richtig gut geschmeckt. Mm. Richtig saftig nach Oreo. Die Marshmallow-Tarte dagegen fiel etwas ab. Das einzige Trostpflaster während der ganzen Woche war einfach, dass meine Mutter mich begleitet hat und ich mit ihr ein bisschen Zeit verbringen konnte. Fühlt, glaube ich, jeder. Und dann konnte ich ihr auch mal so Automaten zeigen, die überall rumstanden, wo man sich einfach so ganz random alle möglichen Sachen kaufen kann. Leider kein Pre-Workout, weil den hätte ich gebraucht, als es ins Training ging, weil diese Trainingseinheit wurde einfach noch schlechter als die davor und ich habe es einfach nur auf Krampf durchgezogen, wonach ich dann aber gemerkt habe, dass mit meiner Psyche irgendwas gar nicht stimmt. 15.38 Uhr, Leute. Wie schon gesagt, der 18. Tag und ich komme gerade vom Training zurück. Hinter mir die wunderschöne Skyline von Tokio, aber ich habe einfach kein Lächeln im Gesicht. Ich muss mal ganz ehrlich zu euch sein und mal mit euch Real Talk führen. Das erste Mal für mich hier in Japan die Pommes.
Schmecken ziemlich gleich wie in Deutschland. Und dazu schon wieder so ein Chickenfilet. Wie schon gesagt, haben wir heute den 18. Tag und mir geht's langsam wirklich, wirklich schlecht. Aber nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ich werde in wenigen Wochen 28 Jahre alt. Und wenn ihr das Video gesehen habt, hatte ich gerade meinen Geburtstag. Ich habe nie Probleme mit meiner Psyche oder so gehabt. Und ich habe seit 1,5, 2 Jahren das höchste Energielevel meines Lebens. Ich brauche keinen Mittagsschlaf, ich brauche überhaupt nichts. Ich kann den ganzen Tag durchflitzen und was weiß ich. Ich gehe ins Fitnessstudio und habe Energie ohne Ende. Und das erste Mal seit ein paar Jahren ist es hier, dass ich einfach nur noch schlaff bin und einfach im Fitnessstudio, ich habe keine Körperspannung, ich habe kein Muskelgefühl mehr, ich bin richtig so energielos, lustlos, andauernd irgendwie in meinem Kopf so mit dem Gedanken, dass ich mir gleich wieder sowas reinhaue. Dann auch die Tatsache, dass ich hierher gekommen bin und halt wirklich nur McDonald's esse. Ich bin in der größten Stadt der Welt, die bekannt ist für ihr Essen, für ihre Kultur, und ich schaue meiner Mutter dabei zu, wie sie das isst, was mich natürlich mega freut. Ich glaube, ohne meine Mutter, boah, wäre das noch viel, viel, viel härter. Und was mich so innerlich ein bisschen aufhebelt, ist, dass mir viele von euch schreiben, yo, isst doch ein bisschen was, es ändert doch nichts an dem Experiment, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, deine Mutter isst was und du beißt einmal ab, das hat doch nichts mit deinen Blutwerten zu tun, und es fällt mir eh schon so schwer, so durchzuziehen, und dann hört man noch so von der Community quasi, komm, mach doch dies, ist doch nicht so schlimm, ach komm, weiß ich nicht, ob ihr das von mir erwartet, dass ich hier auch irgendwas einmal so probiere oder nicht. Für mich persönlich gehört halt zu dem Experiment dazu, dass ich hier einfach durchziehe und dass ich halt einfach nichts esse außer Sachen von McDonald's, weil das ist das Experiment und ich bin hier nur hergeflogen für dieses Experiment. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich bin YouTuber mit voller Leidenschaft. Ich möchte euch einfach ein geiles Video liefern. Manchmal zweifelt man dann an sich selber und so Essen, das führt auf jeden Fall dazu, dass man sich irgendwie noch schlechter fühlt, mit allen Sachen noch unsicherer. Ich fühle mich vom Körper her richtig kacke. Ich zeige euch meine Form jetzt nicht, die werdet ihr im nächsten Video sehen. Plus meine Blutwerte. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass meine Hormone sich komplett verschoben haben und mein Testosteronwert wahrscheinlich in den Keller gefallen ist. Ansonsten könnte ich mir diese Stimmungsschwankungen nicht erklären. Noch dazu die ganze unreine Haut, mein Schweißgeruch, der sich verändert hat, die Kopfschmerzen, die immer wieder auftreten. Ich habe auch einfach halt null Bock mehr auf dieses Essen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Macmaton Reverse, das Gegenteilprojekt, wieder gesund ernähren. Also wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann ich würde mich tierisch über ein Abo freuen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 300.000 Abonnenten. Ich muss euch noch ganz kurz was Wichtiges zeigen, und zwar, wie viel habe ich eigentlich an einem Tag in Japan für McDonald's gezahlt? Ich habe heute 3.370 Yen gezahlt. Das durch 7 geteilt durch 3 mal 97, Periode 4. Summa summarum, halt einfach dein Maul, Julian. 22,81 €. Ey, dafür, dass ich heute so viel Zeug hatte. Allein schon das Frühstück war fett. Und zum Abendessen gibt es auch nochmal fette Sachen. Wir haben nochmal diesen geilen Traubensaft, weil die Pommes vorhin doch eine überraschende Abwechslung waren. Einfach nochmal Pommes. Ein Big Big Mac. Wie in der Schweiz mit vierfach Fleisch. Ich habe den bestellt, weil ich noch Eiweiß brauche. Und natürlich meine Proteinquelle Nummer 1, das Hähnchen. Bei dieser schönen japanischen Kulisse schwingen wir uns rüber zu Tag 19. Ich grüße euch, meine fantastischen, süßen, deutschen Zuschauer. Warum kommt ihr aus meinen Eiern raus, Leute? Wart ihr etwa auf der Suche nach Eiern? Da seid ihr da falsch. Da müsst ihr beim Frühstück vorbeischauen. Eier. Wir brauchen Eier. Und Pancakes, Leute. Mein Frühstück des heutigen Tages. Das Rührei hier. Das ist wirklich stabil. Als würdest du es dir selber machen. Joghurt über die Pancakes. Kommt bestimmt sehr geil. Ein Monat McDonald's. Ui, Memo, Digga, gib dir. Da wird die Laune gleich wieder besser hier, wenn ich sowas sehe, muss ich sagen. Ja, dann kommt halt immer wieder aus meinen Eiern raus oder bleibt da bis zum nächsten Mal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Tokyo Anime Center. Ich persönlich habe bis auf One Piece, Yu-Gi-Oh!, Pokémon und natürlich Dragon Ball Z, wer hat das nicht geschaut, keine großen Animes oder Mangas verfolgt. Sind das überhaupt welche? Ich kenne mich in der Szene nicht so krass aus. Ein bisschen Naruto, bla bla bla. Ich würde mich aber als YouTuber schlecht fühlen, wenn ich in Japan wäre und meine Anime-Freunde da draußen euch nicht einmal dieses Center und das, wo wir danach noch hingehen, gezeigt hätte. Weil ich weiß, wie gerne manche von euch hier wären. Das hier ist schon mal der Eingang. Dann muss man wie überall in der Asien seine Körpertemperatur messen. 36 Grad. Und es wird noch heißer. Wie geht's weiter? Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Mama, mach den Beat nie wieder.
macht euch mal kurz auf was Hartes gefasst, also was mit Tieren zu tun hat. Wir gehen hier lang zu dem Pokémon Center, wo wir hingehen und dann hier PS First, Pets Always Come First. Und dann sieht man hier einfach so Hunde im Schaufenster zum Kaufen. Das sieht man nach einem kleinen Pudel aus, einen, den wir auch bei uns haben. Ich glaube, da stehen sogar drin die Preise, 30.000 für einen. Schau dich das an, da stehen die Preise für den und dann kannst du ihn dir hier kaufen. Ich meine, auf der einen Seite ist das jetzt keine Mafia irgendwie so aus Tschechien oder sowas, hoffe ich mal. Das sind ja soziale Lebewesen, die brauchen ja Kontakt, gerade wenn es Welpen sind. Was stimmt mit euch nicht? Okay, wir sind angekommen und das muss ich euch jetzt ganz kurz zeigen, auch wenn das Video mit McDonald's ist. Wir gönnen uns gleich wieder fett. Hier ist ein riesiger Nintendo Store und hier drüben einfach das Pokémon Center. Einmal für IU und für Suki hier ist es Evoli. Der Laden generell schaut echt ganz nice aus. Wenn man hier ist, würde ich ihn auf jeden Fall besuchen, wenn man Pokémon-Fan ist. Es gibt alles Mögliche mit Pokémon, kann es sich kaum vorstellen. Für Oscar und Mandy, fürs Baby. 7:45, Leute, der letzte Abend hier in Tokio. Und ich habe es tatsächlich eine Woche durchgehalten, hier nicht schwach zu werden, nichts zu essen außer McDonald's. Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein soll oder ob ich weinen soll. Auf jeden Fall schaue ich meiner Mutter jetzt hier noch zu, wie sie das Sashimi verdrückt. Auf Franklin TV seht ihr ein paar Vlogs, aber was sagst du zu dem Essen und dem Sashimi hier und generell dem Essen in Tokio? Es ist gut, aufregend, aber man muss gut aufpassen, was man erwischt, weil oftmals ist es Vogel oder Tier oder sonst was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mich nochmal in dieses Land hier verschlagen wird oder in irgendeinen anderen Teil des Landes, vielleicht sogar in eine Landzunge. Was reimt sich auf Landzunge? So ein großes Feuerball, Junge! Ein Kuss geht raus an die Jungs nach Holland. Wie die habe ich auch mal gegessen. Und ich bin froh, dass ich jetzt nochmal zu Mackey gegangen bin, weil ich habe eine wichtige Sache vergessen. Und das hier ist der sogenannte McFloat. Ich kann doch nicht aus Japan fliegen, ohne einen McFloat probiert zu haben. Den gibt es mit verschiedenen Fanta-Sorten, Traubensaft, Kaffee oder auch mit Cola. Also man vermischt es ein bisschen. Ich habe das schon mal in Deutschland probiert. Kauft euch ein Softeis, kauft euch eine Coke. Es schmeckt wirklich nicht schlecht. Es ist, man glaubt es nicht, es schmeckt echt nicht schlecht. Jetzt haben wir hier noch den Gohan Chicken with Very Tasty Soy Sauce Flavor. Leg dich nicht mit Sohan an oder isst den Gohan dann. Das ist gepresster Reis mit Sojasauce und Hähnchenfilet. Das schmeckt voll gut. Ich bin hier eine Woche und verpasse solche Sachen. Manchmal bin ich auch einfach ein bisschen beschränkt im Hirn, glaube ich. Voll asiatisch auch. Aus den zwei Salaten, den Hähnchenstripes und dem Edamame wollte ich mir so einen gesunden Salat bauen. Werde ich auch machen. Das gönne ich mir jetzt noch rein. Morgen steht die besondere Flugmission an mit 18 Stunden Flug und McDonald's. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Es ist der 6. November, ich weiß gerade gar nicht auswendig, der wievielte Tag des Experiments es ist. Ich befinde mich am Flughafen in Tokio und mir steht gleich eine sehr lange Rückreise an. Bestellung bei McDonald's ist gemacht, Frühstück wird gegessen, einfach nur McToast ohne Schinken mit Käse und Ei. Ich muss sagen, Japan war krass, aber ohne Japanisch ist man hier teilweise echt aufgeschmissen und das McDonald's-Experiment war auf jeden Fall mal was komplett anderes als bei uns in Europa. Allein schon dieser Reisburger gestern, zum Glück habe ich den noch probiert. Wie der gesundheitliche Zwischenstand ist, werdet ihr gleich sehen. Nächste Woche, Leute, schaltet auf jeden Fall ein, denn dort werdet ihr das Finale sehen, wie viel ich zu abgenommen habe, wie mein finales Blutbild ausschaut. Und ich versuche davor natürlich noch die restlichen 8 Tage in Deutschland durchzuziehen. Ihr habt es selber gesehen, Leute. Das war meine Woche in Japan und es kam auch nur halb so rüber, wie schlecht es mir ging. Ich habe es ja selber im Schnitt nochmal gemerkt, denn echt ging es mir noch viel schlechter. Ich war richtig schlecht gelaunt teilweise. Ich habe aber trotzdem einfach im Flieger durchgezogen, mir mein Zeug reingehauen und war froh, auf dem Heimweg, ehrlich gesagt, wieder zu sein und mich den letzten 8 Tagen im nächsten Teil zu stellen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Zieht weiterhin durch. Bis dann. Over and out. Ciao.